Cracking the Fact Checkers. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu Fact Checking the Fact Checkers, das Format, bei dem wir den findigen Faktenfüchsen von Korrektiv auf die manipulativen Journalistenfingerchen schauen. Eine Sache, die Korrektiv ausmacht, ist, dass man immer Narrative fact checkt, die dem offiziellen Mediennarrativ entgegenstehen. Deswegen backt man zum Großteil immer Politiker, die gerade an der Macht sind, und verteidigt nicht zum Beispiel Politiker, denen Unrecht geschieht, die zum Beispiel in der Opposition sind. So finde ich immer wieder Faktenchecks zu Aussagen von Lauterbach oder Habeck oder irgendjemand Grünen oder von der SPD, aber niemals irgendetwas, was die FDP gut stehen lässt, die AfD oder die CDU. Der ablehnende Bias gegen die AfD sollte sowieso klar sein. Wir erinnern uns an Fact-Checking the Fact-Checkers Episode 19 über den mutmaßlichen Sexskandal damals bei der AfD-Landtagswahl 2000 und ich glaube 17. Aber das ist eine Geschichte, die ihr euch einfach gerne in dem alten Video anschauen könnt. Wir kommen zum heutigen Faktencheck, denn es geht wieder um Karl Lauterbach und zwar um missverstandene Satire. Nein, Karl Lauterbach sagte nicht, dass ein Atomkrieg die Pandemie früher beenden könnte. Echt? Der hat nicht über den Atomkrieg geredet. Sonst wäre mir das auch zu Ohren gekommen, Korrektiv. Aber na gut. Auf Facebook verbreitet sich eine angebliche Aussage von Gesundheitsminister Karl Lauterbach, Atomkrieg könnte die Pandemie früher beenden. Das Zitat ist frei erfunden und stammt aus einem Beitrag der Satire-Seite Der Postillon. Einige Nutzerinnen und Nutzer erkannten das jedoch nicht. Oh mein Gott, Korrektiv. Einige Nutzer und Nutzerinnen haben es nicht erkannt? Gesundheitsminister Karl Lauterbach habe gesagt, Atomkrieg könnte Pandemie früher beenden. Also ich meine, Korrektiv, wenn die Leute nicht mehr die Satire über Lauterbach von der Realität eines Karl Lauterbachs unterscheiden können, dann müsst ihr das nicht factchecken, dann müsst ihr euch fragen, ob mit dem Typen noch alles in Ordnung ist. Frei erfunden! Das angebliche Zitat stammt aus einem Artikel der Satirezeitung Der Postillon, wird aber von anderen Personen ohne Hinweis auf Satire weiterverbreitet. Ja, wir alle wissen, gute Satire zeichnet sich dadurch aus, dass man schreiben muss, das war ein Witz. Das war Satire, ne? Immer wenn ich einen Witz mache, muss ich sagen, dass es ein Witz ist, damit sich die Leute erstens nicht verletzt fühlen und zweitens anfangen zu lachen oder was. Das ist genau das, was man nicht machen muss, weil offensichtlich ist, dass es sich um einen Witz handelt. Das wird es auch, wenn wir uns den Originalbeitrag hier einmal bei Facebook anschauen. Geteilt von der Seite, kein Schwanz ist so hart wie das Leben. Das klingt auf jeden Fall nicht satirisch oder unseriös. Wir nehmen mal den Archive-Eintrag und geben den mal direkt bei Facebook ein, weil das hier so lange lädt immer. Also, Lauterbach erstmals optimistisch, das ist das Setup für die Punchline. Man denkt erstmals optimistisch, vielleicht wird das mit Corona besser, vielleicht kommt endlich die neue Bratwurst auf den Markt. Aber nein, da steht, Atomkrieg könnte Pandemie früher beenden. Das macht etwas mit der Erwartung, die man daran hat, wenn man liest, Lauterbach erstmals optimistisch, wenn er dann was noch viel Schlimmeres als Lösung für die Probleme nennt. Das ist der Witz, Korrektiv. Und wer das nicht versteht, ist halt blöd, aber die lesen auch eure Faktenchecks nicht, seien wir doch mal ehrlich. Und ich meine, es ist eine Seite, die heißt, kein Schwanz wird so hart wie das Leben. Was machen die denn so für ein Content? Also hier oben sehe ich schon so ein bisschen Boomer-Meme-mäßig, ehrlich gesagt. Und dann scrollen wir hier mal runter. Scholz fliegt über ein Kriegsgebiet, ganz furchtbar, auf dem Weg nach Kiew. Wir sind gerade über dem Ahrtal, Herr Bundeskanzler. Hahaha, Boomer-Humor, eindeutig. Deutsche Luftwaffe übt den Ernstfall. Ich meine, muss ich dazu noch was sagen, Korrektiv? Effektcheck, einen Satirebeitrag auf einer Satire-Seite. Und von wann ist der? Wir müssen hier einiges runterscrollen. Wann kommt Lauterbach, wann kommt Lauterbach, wann kommt Lauterbach? Ich muss hier arbeiten, ehrlich gesagt. Ja, wo ist denn der? Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Der Beitrag ist vom 4. August, also auch schon 12 Tage alt zum Tag dieser Aufnahme. Und warum verstehen das Leute nicht? Weil da anscheinend wirklich negative Emotionen hochkommen. Zum Beispiel schreibt da jemand, kranker Mensch. Ja, diese Aussage kann man auf jeden Fall nur treffen, wenn man diesen Beitrag sieht und keine anderen Aussagen von Lauterbach, nicht wahr? Wenn er es wirklich sagt, dann bin ich jetzt das erste Mal wirklich sprachlos. Wenn er das wirklich sagt, das stellt in Frage, dass er das wirklich sagt, Korrektiv. Noch nicht mal die Beispiele, die ihr mir präsentiert für Leute, die es falsch verstehen, zeigen mir wirklich, dass Leute es falsch verstehen.
Und selbst wenn, welche gesellschaftliche Wirkung hat es? Mittlerweile würde ich ihm auch solche Aussagen zutrauen. Ganz ehrlich, liebes Korrektivteam. Also vielen Dank. Ja, da macht man hier noch eine Bilder-Rückwärts-Recherche und zeigt, es kommt aus dem Postillon. Geil. Dafür habt ihr eure Stiftungsgelder auf jeden Fall gut verpulvert. Ihr fact-checkt Satire, weil manche Leute darauf mit Abneigung gegenüber Lauterbach reagieren, was man auch ohne die Satire sehr gut kann. An der Stelle kurz der Hinweis, der Merch-Shop ist geöffnet. Kauft euch die geilen Clownswelt-Designs, damit ihr geilen Leute noch geiler aussieht. Und wenn ihr meine Arbeit sonst noch unterstützen wollt, denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach oder unterstützt mich bei Subscribestar. Weiter geht's. Alles klar, kommen wir zum nächsten Faktencheck. Der ist auch, und da möchte ich was Positives bei Korrektiv lassen, richtig. Einäscherung nur in Gruppen, um Gas zu sparen, angebliches Schreiben eines Bestattungshauses, ist gefälscht. Und da hat Korrektiv recht. Es wird irgendein Foto geteilt von einem Bestattungshaus, das sagt, wir äschern jetzt in Gruppen ein. Das geht natürlich nicht. Man hat das Bestattungshaus gefragt, die dementieren das und das passt schon alles und der Faktencheck ist richtig. Und ich möchte da was Positives an der Seite von Korrektiv lassen. Obwohl es mal wieder der Kanal Neues aus Russland ist, den hat man schon öfter mal gefactcheckt. Ich weiß auch nicht, ob man da einen gewissen Fokus auf etwas legt, aber das lassen wir mal dahingestellt. Korrektiv hat das richtig gefactcheckt. Aber worauf ich hinaus möchte, ist bei diesem Faktencheck, dass Korrektiv hiermit sagen möchte, nein, man wendet nicht irgendwelche komischen Praktiken in Krematorien an, um Gas zu sparen. Das ist kompletter Schwachsinn, Leute. Beschäftigt euch nicht mehr mit dem Thema. Das ist das Signal, was hiermit vermittelt wird. Auch wenn der Faktencheck richtig ist. Ich möchte mein Publikum nicht radikalisieren, deswegen lasse ich das wirklich positiv bei euch. Korrektiv, ihr habt es richtig gefactcheckt, aber ihr erwähnt nicht, dass Krematorien trotzdem etwas fragwürdige Methoden anwenden, um Gas zu sparen. Nein, sie äschern nicht in Gruppen ein, das stimmt, aber in der Bild kann ich zum Beispiel Folgendes lesen. Krematorium verbrennt rund um die Uhr Särge. Und in diesem Artikel, meine lieben Freunde, lest ihn euch bitte gerne durch, auch wenn ihr vom Korrektiv zuschaut, sagt unser Herr Karl-Heinz Könzgen, der das größte Krematorium in Deutschland mitbetreibt, dass normalerweise die Särge auf heißen Steinen, die werden auf 800 Grad Betriebstemperatur erhitzt werden und darauf verbrannt werden. Und diese Steine werden heiß gemacht. Was die jetzt machen, um Gas zu sparen, ist, seit August, dass sie gar kein Gas benutzen, sie schieben einfach einen Sarg nach dem nächsten rein und nutzen die Wärme, die durch den vorher verbrannten Leichnam entstanden ist, um den nächsten Sarg zu verbrennen. Sie halten die Steine also am Glühen, indem sie immer wieder neue Särge draufschieben, praktisch eine Verbrennung am Fließband. Wie würdevoll und wie obskur das eigentlich ist, kann sich, denke ich, an der Stelle jeder selbst überlegen. Aber keine Angst, die Leute werden nicht in Gruppen verbrannt, aber am Fließband. Danke, Korrektiv, für diesen Faktencheck. Kommen wir also zum letzten Ding von heute. Robert Habeck. Wie könnte es auch anders sein? Robert Habeck, ein Mann, den ich schon bei vorherigen Folgen von Fact-Checking the Fact-Checkers genauso wie Lauterbach schon öfter mal lesen durfte. Entweder leisten sich diese Leute immer wieder komische Aussagen oder Korrektiv ist immer sehr darauf bedacht, die Aussagen von ihnen ins richtige Licht zu rücken. Zum Beispiel stellt man sich in mancherlei Hinsicht einfach dumm, wie bei diesem Faktencheck. Erfundenes Zitat, Robert Habeck sagte im ZDF nicht, dass Deutschland Erdgas ins Ausland verkaufe und damit große Spekulationsgewinne erziele. Ha, okay, Korrektiv, in Ordnung. Auf Facebook und WhatsApp wird Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eine Aussage zugeschrieben, laut der Deutschland aktuell Erdgas ins Ausland verkaufe und damit große Gewinne erziele, doch das Zitat ist frei erfunden. Was möchte man hiermit die Banken? Dass Deutschland, obwohl wir Angst um die Wirtschaft und um unseren Arsch haben, dass der kalt wird, immer noch Gas ins Ausland verkaufen, um Gewinne zu erzielen. Das ist das, worum es eigentlich geht. Korrektiv wird also das Zitat von Habeck nehmen und anders kontextualisieren. Es geht nämlich um Folgendes. Man behauptet, Bundeswirtschaftsminister Habeck habe bestätigt, dass Deutschland derzeit Erdgas ins Ausland verkaufe und damit große Spekulationsgewinne erziele. Deutschland müsse dann einfach darauf achten, dass die Gasspeicher im Oktober zumindest 90% voll seien. Klammer auf, damit man diesen Handel weiter betreiben kann. Das sei aber frei erfunden. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, die auch an die letzte Generation gespendet haben, dementieren, dass sich Habeck so geäußert hat. In der ZDF-Sendung warnte Habeck vor kurzfristigen Handel, der den Füllstand der Gasspeicher reduzieren könnte. Ich werde den Rest nicht lesen.
liebes Team von Korrektiv. Wenn Habeck davor warnt, kurzfristig weiterzuhandeln, dann findet ein Handel und ein Export von unserem Gas statt. Oder nicht? Ich meine, warum sollte man dann davon warnen, wenn es keine Eventualität oder Sache ist, die momentan stattfindet? Ne, man teilt hier diesen Facebook-Beitrag für WhatsApp, gibt man uns keine Quelle, wie auch immer man private WhatsApp-Quellen an deren Seite findet, vielleicht öffentliche Gruppen, wer weiß. Wir gehen also auf den Originalbeitrag und wir sehen, 2. August, schon 14 Tage alt, 8 Likes, das ist gesellschaftliche Relevanz. Was man schreibt, er hätte bestätigt, dass derzeit Erdgas ins Ausland weiterverkauft und damit große Spekulationsgewinne erzielt würden. Er warnte aber nur davor, dass man das nicht machen soll. Korrektiv vielleicht, weil man es macht. Eine interessante Sache ist zum Beispiel folgendes. Ich habe einen YouTuber gefunden, Oli heißt er, oder Olli, der tatsächlich über den Export von Gas von Deutschland aus redet, der noch im April stattgefunden hat. Hört mal hier kurz rein. Ein Speichersaldo, deutlich geringer, von 25.000. 117.000 im Export. Wir sehen, der ist leicht rückläufig. Warum nicht nur deutlich mehr? Das hat man im März doch allerspätestens reagieren müssen. So, und dann sehen wir hier den Import im April 22, deutlich runtergegangen auf 327.000 Terajoule. Oh, wir haben Minus im Speichersaldo von minus 76.000. Und ein Export haben wir zusätzlich. Also man sieht hier, er hat eine Tabelle aufgerufen von der BAFA Homepage. Jetzt ist leider das Ding, wenn ich das Originaldokument aufrufen möchte, ist die Seite verschwunden. Die Seite ist verschwunden, die mir das Dokument bereitstellt, wo ich Import und Export von deutschem Gas sehen kann. Das ist merkwürdig. Ich habe also einen Screenshot aus dem Video angefertigt. Eine Sache ist klar, es wird hier wohl gewesen sein. So mutmaße ich. Ich habe hier also den Screenshot für euch. Wir können hier mal reinzoomen und wir sehen April 2022. Export 116.751 in, ich weiß nicht, TJ, Terajoule oder was auch immer. Eine Sache ist klar, wir haben noch exportiert. Wir haben auch im März noch exportiert, wir haben im Februar und im Januar exportiert. Aber eine Sache ist klar, wir haben im April noch exportiert, meine lieben Freunde. Das heißt, es wurde Handel betrieben mit dem Gas. Irgendwas ist passiert, auch wenn der Export hier rückgängig ist. Ihr seht, 28, 17, 16 haben wir exportiert. Also das, was Habeck suggeriert, was passiert, liebes Team von Korrektiv, wird wohl momentan so passieren. Und deswegen ist diese Aussage nicht frei erfunden. Das ist ja immer das, was sie machen. Wenn man eine Aussage zu Ende denkt, eine Conclusio daraus zieht, stellt sich Korrektiv dumm und sagt, nee, so hat das ja nicht gesagt. Er hat ja nur vor dem Handel gewarnt. Ja, Korrektiv, das tut er, weil dieser Handel offensichtlich stattfindet und Leute mit der Spekulation am Spotmarkt Geld verdienen. In diesem Sinne, 6 Sätzen Korrektiv. Das war Fact-Checking the Fact-Checkers für heute. 3 Dinger heute abgegrast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und damit zurück ins Studio oder zu eurem Lebensalltag, falls ihr das auf YouTube schaut. PC.